Die Linke für die Europawahlen im Mai 2014 zu begründen. Ich bin seit 2004 Mitglied des Europaparlaments, also habe jetzt zwei Legislaturperioden dort gearbeitet im Europaparlament, Erfahrungen gesammelt und denke, dass es wichtig ist, diese Erfahrungen auch in die Arbeit einer künftigen Fraktion mit einbringen zu können. Über längere Jahre habe ich jeweils die Delegationen entweder alleine geleitet oder als gemeinsam mit Thomas Händel zusammen, der dann später mit Conny Ernst diese Verantwortung übernommen hat. Und nach dem Ausscheiden von Lothar aus dem Fraktionsvorsitz habe ich diese Funktion übernommen. Zu einem Zeitpunkt, wo die Fraktion wirklich in einer sehr schwierigen Situation gewesen ist, und ich mir vor allem die Aufgabe gestellt hatte, diese Fraktion bis zum Ende dieser Legislatur zusammenzuhalten und zu versuchen, auch die Widersprüche, die es in der Fraktion gab und gibt und die auch ganz natürlich sind aufgrund der großen Bandbreite, die in der Parteien, die in der Fraktion vertreten sind, diese Widersprüche gemeinsam miteinander auszuhalten, miteinander zu klären und auch produktiv nach vorne zu bringen. Und ich glaube, das ist auch teilweise gelungen. Meine Schwerpunktthemen in den letzten Jahren sind der Kampf gegen Armut, gegen soziale Ausgrenzung, gegen Diskriminierung in der Europäischen Union gewesen. Aber auch im Rahmen der Entwicklungskooperation habe ich vor allem diese Themen aufgegriffen. Zu den Schwerpunktthemen gehörten insbesondere aber auch die Arbeit an den Berichten zur Nahrungssicherheit, Food Security oder Food Sovereignty, zu Nahrungsmittelspekulationen und insgesamt zur Entwicklungskooperation. An diesen Themen würde ich später auch gerne weiterarbeiten. Was ich aber jetzt als erstes sagen möchte und was das eigentliche Anliegen ist, wenn ich begründe, warum ich mir jetzt einfach hier so herausnehme, zu sagen, ich trete hier für Platz 1 an, ich mache der Partei das Angebot, dass ich mich dafür zur Verfügung stelle und verspreche dabei auch, das mit bestem Wissen und mit besten Kräften auszufüllen, dann ist das der Hintergrund, dass ich der Auffassung bin, dass vor der Linken riesige Herausforderungen stehen und dass dieser Wahlkampf, den wir in diesem Jahr führen werden, eben nicht vergleichbar mit vorherigen Wahlkämpfen ist, sondern dass es wirklich um das Eingemachte geht. Und wir haben heute hier in diesem Parteitag, auf diesem Parteitag, ein gemeinsames Europawahlprogramm beschlossen. Wir haben das mit großer Mehrheit beschlossen, damit eine Grundlage geschaffen, die einfach für uns wichtig ist, um einen Wahlkampf zu führen, der tatsächlich auch unsere Angebote in den Mittelpunkt stellt und deutlich zeigt, wir führen einen gemeinsamen europäischen Wahlkampf. Wir führen ihn zusammen mit dem Spitzenkandidaten der Europäischen Linkspartei, Alexis Tsipras, und wir nutzen die Gelegenheit, um deutlich zu machen, dass das, was in Mitgliedstaaten der Europäischen Union passiert, dass die Art und Weise, wie das sogenannte Krisenmanagement der Regierenden auf die Ärmsten der Armen abgewälzt wird, wie Bevölkerungsmehrheiten in Existenznöte gebracht werden, um ihr Überleben zum Teil kämpfen müssen, dass das nicht die Zukunft der Europäischen Union sein kann, dass es sehr wohl andere Vorstellungen gibt, wie diese Situation zu lösen ist und wie wir nachhaltige Entwicklungswege auch beschreiten können. Es geht um unseren Anspruch an die Europäische Union. Es geht darum, dass wir hier wesentlich aktiver werden wollen. Und ich möchte eins auch noch mal sehr, sehr deutlich sagen. Die UNGL, die Fraktion der Vereinten Linken, Nordisch-Grünen Linken, wird möglicherweise mit den Wahlen dieses Jahr gestärkt werden. Es werden mehr Parteien dazukommen und wir rechnen auch mit mehr Abgeordneten. Wir müssen einen Weg finden, um den Charakter als konföderale Fraktion zu stärken, ihn zu erhalten und gleichzeitig aber auch Arbeitsprozesse in Gang zu setzen, die es ermöglichen, dass wir uns auf das Gemeinsame zwischen diesen vielen linken Parteien konzentrieren, dass wir deutlicher gemeinsame Positionen in den Mittelpunkt stellen, damit auch wirksamer werden und dass wir unsere Stärken, die wir haben, nämlich insbesondere in der Kooperation mit den sozialen Bewegungen, mit den außerparlamentarischen Kräften, dass wir diese auch nutzen können. Dafür stehe ich, dazu bin ich bereit, das gemeinsam auch mit denjenigen zu tun, die gewählt werden.
Und ich freue mich auch auf die Fragen und stehe euch zur Verfügung. Dankeschön.